Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Secret of Mana. Hallo zusammen. Hab ich jetzt Bild geklickt? So, jetzt gleich laufen. Yeah. Wir sind dabei. So, wir haben als letztes das Luftschiff von dem Imperium besiegt. Und hier ist, ist das nicht der Knutschbold hier? Das ist der Typ, der dich verführen wollte. Luxor, den hast du gesprochen. Hallo Mädels. Vielleicht klappt es ja das nächste Mal mit uns. Was für ein Chaos, alle sind fortgerannt. Was? Wir kennen Viktor? Seid Freunde von ihm? Wenn ich das gewusst hätte, verzeiht mir und meinem Neffen Luxor. Freunde von Viktor, wie klein die Welt doch ist. Okay. Ja, komm, das gehen einfach. Ja, okay, ich habe auch keine Lust mehr. Ja. Okay, hier geht's nicht lang. So, und jetzt sind wir aber auf dem Kartenabschnitt. Wer ist er denn? Sind wir jetzt eigentlich. Felix. Ah, den habe ich ja auch. Ja. Und wo soll ich euch jetzt. Wo soll ich euch jetzt putzen? Wo soll ich euch jetzt putzen? Wir kommen hier gar nicht weg. Wir müssen mit irgendjemandem sprechen, der. Warte, ich schieb ihn erstmal durch die Gegend. Wir müssen mit irgendjemandem sprechen, der uns hier weiterbringt. Da. Wir sprechen nochmal mit uns. Hallo Mädels, das kennen wir schon. Okay, das können wir auch. Da ist irgendjemand dabei, mit dem wir. Oder müssen wir einfach gehen? Ja, aber wir können ja nicht gehen. Es gibt keinen Weg hier raus. Ja, irgendwas. Im Norden ist die Wüste Stadt, die Wüstenstadt El Oasis. Westlich davon der Feuerpalast. Ja? Irgendeiner sagt, wir müssen gehen. Denn ich habe Captain Ostro wieder das Sagen. Ostro. Ja, es gibt keinen Weg raus. Gefangen. Ah, gefangen. Wo ist denn nur der Ausgang? Wir warten den Rettungstrupp. Ja, auch? Ja. Ja? Oh. Ja, ja. Rettungstrupp. Hä? 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 Ich dachte. Ja. Ihr bringt das nochmal nicht weg. Soll ich mal Nein sagen? Also er wollte einfach nur wissen, ob wir auch fahren. Ja, es macht gar keinen. Ah, ich glaube, das ist die Wüstenstadt. Ist es? Lässt sich davon der Feuer passt. Okay, man muss Nein sagen. Verrückt. Hä? Man muss wer sagen. Hätte damit gerechnet? Muss Nein sagen? Ja, also wirklich. Manchmal im Leben muss man halt auch einfach Nein sagen. Lilly jetzt erwischt. Lilly, nein. Ist verwirrt. Komm. Oasis. Hier. Dance Boy, Alter. Dance Boy. Kann ich helfen? Kaufen? So, haben wir das schon? Nee. Waschbärkopf. Das haben wir noch nicht, ne? Silberkette? Ne, wir hatten dieses letzte Mal so ein. Ne, haben wir noch nicht. Nee. Eins, zwei, drei, weil wir reich sind. Eine Goldrüstung. Goldweste? Nehmen wir auch mit. Eins. Auf jeden. Wie viel teuer ist es? 2250, ne? Also. Alter, das fällt bei unserem Guthaben gar nicht auf, Alter. Ja, noch nicht. So warte mal ab. Und Waschbärenmaske nehmen wir auch alles mit. Ja, klar, Alter. Ich für jeden Waschbär. Wollen wir noch Lebenswasser? Haben wir nicht. Doch, oh, haben wir Lebenswasser benutzt? Oh, echt? Tatsächlich? Ja, weil wahrscheinlich wieder. Haben wir nicht benutzt. Und es gibt keine Bonbons mehr zu kaufen. Verrückt. Ist einfach nicht mehr gut genug für uns. Tja. Jetzt mal sehen. Ich, so, steigt das Niveau. Ja. Naja, von zum Stream vielleicht nicht, aber. Okay, ja, da nicht, aber. Ich glaube, da sinkt's eher. Aber bei unseren Süßigkeiten. Bei unseren Süßigkeiten? Ja. Ich habe einen ganzen Schrank voll Süßigkeiten, hast du gesehen, ne? Ja, ja. Ich hab einen Oberschrank. Das ist so dermaßen viel Süßkram, das ist abnormal, Mensch. Ja. Ich bin halt abnormal, Mensch. Wenn ich überlege, ich habe bei mir immer höchstens eine Gummibärchen-Tüte vielleicht irgendwo rumliegen. Aber ich mag ja keine Gummibärchen. Aber von Haribo. Werbung? Ich hatte so eine kleine. So einen Werbebanner einballern? So ein Blond. Was? Ein Blond. Das sah aus wie so eine Cola-Flasche, nur unten war blau. Und da habe ich mir immer gedacht, das sind Mini-Mana-Fläschchen. Oh, süß. Weißt du, und dann esse ich die und dann muss ich aufs Klo. Ich finde, wir sollten auch ein Produkt rausbringen. Vielleicht. So eine Soda quasi, die wir dann einfach Mana-Trunk nennen oder so. Das muss aber ein klein wenig dickflüssiger sein, so. Ich finde, so, ja? So ein Mana-Trunk muss doch irgendwie ein bisschen dickflüssiger sein. Ja? Da müssen auch jede Menge Zutaten sein und wenn man es trinkt, muss es knistern im Hals.
Oh, so ein Brause. Ja, genau. So aber nur leicht. Es darf nicht so wirklich wie so Mineralwasser sein. So. Okay. Es muss so, wie als wenn du es. Kennst du diese Süßigkeit, wenn du die gekaut hast und alles hast? Ja, ja. Ungefähr so muss es mit sein. Mit diesem Fußlolli, den man in so ein Ding gemacht hat. In so eine Tüte. Nee. Kennst du den Fußlolli? Nee. Kennst du nicht? Nee. Mit so Knisterperlen? Du kennst doch den Selbstverständlich nicht? Ja, doch. Natürlich kann ich das. Aber da, früher gab es so diese kleinen Kaugummi. Das waren so ganz. Komm, wir müssen nebenbei noch weiter. Ja. Das waren so ganz viele, ganz kleine Gummidöns. Ja. Ja, aber die haben nicht geknistert. Das war ja Kaugummi. Doch. Nee, du hast es gekaut und dann hat es nur im Hals hier so im Rachen geknistert. Ja. Und genau so muss es knistern, wenn du diesen Mana-Trank kriegst. Okay. Lässt sich bestimmt entwickeln. Du musst dran setzen und da ein Patent für anmelden. Richtig. Sag mal, Peitsche? Nur die Peitsche? Peitsche? Nur Peitsche? Nur Peitsche. Peitsche. Wie sieht es mir aus? Level? Was level ich denn gerade? Okay, ich mache noch das Schorfschwert und danach mache ich die Peitsche. Ja, so. Mach jetzt dein Schorf da ab, damit ich ja, entschuldige mal bitte. Unser Brunnen sind alle ausgetrocknet. Mein Brunnen ist trocken. Du lebst ja auch in der Wüste, Mensch. Ich lebe hier vor. Ich lebe in der Wüste. Ja, natürlich, was ist denn das sonst hier? Beim Barte des Propheten. Ich muss mit Akzent sprechen. Das kann nicht so ein indischen oder so. Beim Barte des Propheten. Der König Omar. Habe ein Problem. Wie gut du das kannst. Wir haben keine Wasser mehr. Und ich, dieser Victor, hat mir erzählt, wie kann, dass er Mannesame aus dem Feuerpalast, der im Westen gestohlen wurde. Also, richtig, wirklich richtig gut. Wieso wird der Hütte des Feuerpalastes entführt worden? Außerdem ist Mannesame dort verschwunden. Wie cool war das denn? Das kannst du? Das kann ich nicht. Ich kann das nicht. Wir gehen schlafen, okay? Okay. Gute Nacht. Nacht, die. Kuss, liebe. Eine Nacht kostet 50? Du Wucherkater, ey. Oh Mann, ihr werdet aber gut schlafen. Das muss auf jeden Fall, das schneide ich auf jeden Fall mit rein. Nee, rausgeschnitten. Gerne. Ich spiele schon speichern? Ah, guck mal, Lili braucht dieses Mal nicht ihre Pillen. Nee, richtig. Ausnahmsweise mal nicht. Ich bin begeistert. Du bist weg. Mhm. Weiter geht's. Das heißt, wir. Genau, und weiter geht's. Das ist der Running Gag bei dem Spiel übrigens. Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Echt? Nee. Ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ich wollte es nur mal so als Zitat erwähnen, weil ich Star Wars-Fan bin. Kommt da irgendwo, wir haben ein ganz mieses. Das kommt gefühlt in jedem Film 8-mal vor, Mensch. Hm? Oder schau dir Star Wars The Clone Wars an. Das habe ich letztens übrigens mit meinem Neffen geguckt. Und warum? Alter, das hat mir so einen Spaß gemacht. Das hat mir gefühlt fast mehr Spaß gemacht als ihm. Knack. Quatsch, der ist jetzt ein richtiger Star Wars Fan geworden. Der findet die Serie so richtig cool. Mann, ich werde hier laufend eingesaugt von dem komischen Loch. Noch, hör auf, mich einzusaugen. Den Speer magst du gar nicht, ne? Das ist eine Soldatenente. Terrorente, nennen die sich. Weil es gerade erledigt haben. So, hier. Ist der Feuerpalast? Die Wüste habe ich gar keine Erinnerung. Das ist krass, Mann. Alles weggesoffen. ich war als Kind einfach zu dämlich, um so weit voranzukommen in dem Spiel. Alles weggesoffen. Nur Spaß, Leute. Schlammbombe. Ja, also hat sie eine Schlammbombe abgekriegt. Ey, das muss ich auch noch mitkriegen, ey. Alles. Das sieht aus wie ein Tempel. Oh, da ist so eine Konfusionsratte. Was passiert denn hier? Bogenratte! Den kann ich aber nicht erreichen. Das musst du machen. Ja. Wer ist der? Ich nehme das da. Oh, ich konnte es nicht lesen, das war so schnell weg. Nicht erreicht, Level 25. Für wen Ring? Traut er sich nicht mehr, der Gauner. Bombe. Oh, lass mich mal jetzt gucken, ich will den Wurfspeer echt nicht mehr benutzen. Weil du musst den auch gar nicht mehr benutzen. Was brauchst du noch?
Bis drei? Was brauchst du Schwert, noch? Schwert. Eigentlich fehlt nur noch Schwert. Ja. Nee, das muss noch was fehlen. Zwei? Ja? Drei? 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 Vier? Peitsche brauchst du auch noch? Ach. Ja. Ach, tatsächlich, wir haben sie. Schleimflegel? Was hast du mit der Peitsche gemacht, Mann? Bitte stell keine Fragen, okay? Das ist jetzt halt einfach so. Okay. Gut. Ach, okay. Ich wollte gerade sagen, soll ich kurz gucken, wie lange ich das. Ja, damit. Braucht das vielleicht noch? Nein. Bei 74. Ja, okay, du kriegst es ja wieder. Okay, dann nehme ich erst die Peitsche. Nein, du kannst es später wieder haben. Nee, ich nehme jetzt nein, die Peitsche. Ich will den Schorf. Ich nehme das jetzt. Ist mir egal. Ich nehme die Peitsche. Aber wenn ich fertig bin mit dem Schwert, kriegst du einfach die Peitsche. Andersrum. Ja, okay. Dann peitsche ich dich. So lange. Was? Ist das ein Versprechen oder eine Drohung? Das ist eher eine Drohung, aber. Bisschen beides? Wie dir gefällt. Versprochen, dass du mir drohst? dieses Versprechen kann ich auf jeden Fall erfüllen. So, hier ist blöd. Ne, wir gehen hier wieder. Ne, das ist eine blöde Seite. Okay. Wir machen das von der anderen Seite. Hier. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Er ist bestimmt Ratte oder so. Fallratte heißt er. Oh. War mal eine Bogenratte? Aber es bleibt eine Ratte, ne? Ja, immer eine Ratte. Aber man sieht es in seinen Augen, Mizis, dass er eine Ratte ist. Mizis Waffenlevel ist gestiegen? Mein Waffenlevel ist gestiegen? Hä? Ich bin doch Mizi, oder? Ja, du bist Mizi. Jetzt ist mein Schwert gestiegen? Das glaube ich nicht. Ich war gerade bei 74, oder? Ja, wir... Neuer jetzt bin ich voll. Neuer Gegnertyp. Ja, aber jetzt bin ich voll. Ja, geil. Wie schnell ging das denn? Gib mir mal ein Schwert. Ja. Ja, ich kriege jetzt die Peitsche. Ja, gönn dir. Peitsche dich aus. Nein? Nein? Hau ich dir einen Schwertgriff auf den Kopf und der schießt mir gleich in den Hintern. Okay, ich mach nochmal so, dass du das nicht machen musst. So. Wo bist du? Da. So. So, ich renn weg jetzt. Zack. Ich hab schon erledigt hier. Wunderbar. Jetzt haben wir die Kiste. Ah, die Kiste. Solange es hier so heiß ist, können wir nicht weitergehen. Okay, weg. Okay, gehen wir nicht weiter. Hier. Da drüben steht eine Kiste übrigens. Das ging super schnell gerade, ne? Mit dem Level von der Waffe? Ja. Bei 74. Ja, ich denke mal, der neue Gegnertyp, der bringt einfach mehr XP wieder. Meinst du? Glaub nicht, dass das. Doch. Ja, natürlich. Zack. Der macht Feuerwaffe. Pulverisiert. So, mittig? Komm, nee. Mittig kommen wir nicht hoch. Hä? Da müssen wir hier lang. Ja, aber da geht nicht. Da geht nicht lang. Aber hier geht's doch links lang. Ne, da ist Ende im Gelände. Da. Guck, das Ende. Mann, der lächelt so frech. Ja, aber das Ende jetzt. Du musst hier raus. Das ist ein freches Lächeln, gefällt mir nicht. Hä? Hä? Wir müssen doch zum Feuerpalast, oder? Woanders hin? Ich. Vielleicht müssen wir nur erst so ein Zaubergeist irgendwie besorgen. Ja, wir brauchen, glaube ich, erst wie so viel oder so. Aber wo gibt's den? Oh nein, wir laufen einfach. Ja. Lauf. Oh nein, das wollen wir auch nicht. Spinne, das wollen wir nicht. Komm mit. Los, lauf. Nein, komm nicht durch. Eine Schlammbombe, Alter. Warum? Ich bin da. Oh, los, komm jetzt. Hier sind wir nicht richtig. Hä? Dann gehen wir nach rechts. Ja, sind wir schon. Wenn es nach links nicht geht, dann gehen wir nach rechts. Ja. Erst nochmal nach links, kurz. Gucken. Ja, hier geht es nämlich wirklich nicht nach links. Ja, lass die ignorieren. Ja, ich krieg hier wieder voll die übelste krasse Scheiße ab hier. Immer auf mich. So, wir gehen nach rechts. Und dann gehen wir nochmal nach rechts. Weil oben ist jetzt L-Oasis, glaube ich. Und hier rechts müssten jetzt Sterne sein. Okay, Sterne. Da. Ja, er hat nicht gelogen. Wie gut ich das kenne, ne? Ey, ich habe jetzt echt nicht damit gerechnet, dass die Sterne wie gut ich das kenne. Alter Schwede. Nehmen wir nicht einen mit? Weil, weißt du warum? Weil wir nämlich gar nicht zu dem Feuertempel müssen, sondern wir müssen ja zu dem Schicksalsberg. Wir müssen ja zu Lunar. Alter, das heißt wirklich hier Schicksalsberg, wa? Ja. Alter, wenn ich da einen Hobbit sehe, den mache ich fertig. Nein, das ist kein Hobbit. Das sind so Küken. Terrorküken oder sowas. Weiß nicht. Außer wenn da Sam ist. Mach ich nicht. Der ist mit. Echt? Ja. Sam ist der Öse. Ist der Öse. Mal noch mehr Sterne? Überhaupt nicht. Ja, der hat auf jeden Fall Ehre. So, er hat ihn den scheiß Berg hochgetragen. Ja, und das war auch ganz schön unfair von Gollum, als er dann auf dem
auf der grünen Treppe diese Brotkrumen da auf seine Jacke gemacht hat. Alter, das war das Frodo richtig Ditty, ehrenlos. Das Frodo Ditty, glaub ich, hat. Ja, ne? Also. Jetzt ob Sam. Okay, Sam ist etwas beleidigt. Ja, okay, stimmt. Aber wie, als ob er einfach die Vorräte auffressen würde. Ja, würde. Genau. Vor allen Dingen, vor war es ja auch schon, dass dann in den Sumpfgebieten und so, hat er ja immer sich Sorgen gemacht darum, dass Frodo genug isst und hat ihm immer ein Elbenbrot gegeben, eine Lembas. Richtig. Also, das war sehr, sehr ehrenlos von Frodo. Ich bin eh kein richtiger Fan von Frodo. Ja gut, aber Frodo, man muss halt bei Frodo auch noch sagen, er hat halt die ganze Zeit den Ring getragen. Ja. Und dann halt diese Angst halt, dass ihm jemand den Ring abziehen will. Ja. Ja, aber war schon. Aber trotzdem, Alter, ihm zu glauben, dass Sam hier irgendwas Böses will, ist wieder absurd. Eigentlich ist der Gärtner einfach. Kannst du es nicht mit dem? Wie den Kleben da. Ist nicht die Regenbogenwelt. Ja, ist ja okay. So, und das ist jetzt mittlerweile eine vordefinierte Welt. Also wir können hier gibt es eine richtige Karte. Okay. Aber ich glaube, also wenn wir zu dem Feuerpalast nicht sind, fahren wir von Oasis noch irgendwo anders hin? Dann müssen wir, glaube ich, jetzt hier nach Norden. Finden wir überhaupt da nochmal zurück nach Oasis? Ja, ist hier Norden. Ich habe komplett die Orientierung verloren. Ich nicht. Ich glaube, hier gibt es noch am Westen. Komm, wir gehen mal am Westen auf den Schicksalsberg. Nee, geht nicht. Gab's hier nicht auch noch einen Ausgang? Der Ausgang, wo ist er nur? Hä, wir müssen nicht in den Feuerpalast? Guck mal, sein Bruder. Hier, was ist das Kanonidorf? Das ist ein Zwilling, das ist Kanoni, ne? Ja. Hä? Ist das Vierlinge? Hä? Keine Ahnung. Hä, wir müssen so. Hier gibt es keinen anderen Ausgang. Müssen wir uns vielleicht mit irgendjemandem unterhalten, der uns vielleicht erstmal die Wegrichtung erklärt? Na, wir haben doch hier mit dem Typen uns unterhalten, oder? Das schon, müssen wir uns vielleicht noch mit Dorfbewohnern unterhalten. Ja, wir gehen mal. Wir haben ja mit den beiden Wichtigen haben hier, wir ja gesprochen. Guck mal, ich will mit ihr reden. Okay. Ich verdurste. Hast du mal eine Mark für mich? Der Automat nimmt keine Scheine. Ja klar, hier keine. So, und er hat gesagt, Besufe, der Hüter des Feuerpalastes, ist entführt worden. Außerdem ist der Mana-Samen dort verschwunden. So, und er hat gesagt, beim Bade des Propheten, ich König Omar, habe keine Probleme. Wir haben keine Wassermeere und eine gewisse Victor hat mir erzählt, dass der Mana-Samen aus der Feuerpalast der Wiese gestohlen wurde. So, das dachte ich jetzt also, wir müssen in den Westen, um in den Feuerpalast zu gehen. Aber offensichtlich kommen wir nicht weiter, weil wir in den Keller nicht können. Weil da ist noch zu heiß. Oder wir müssen in die Wüste rein und einfach nur nach Westen latschen. Nee, immer wieder nach links. Na, das ging aber. Komm, wir gehen mal. Wir machen das mal. Das funktioniert aber nicht, weil wir kommen jetzt eine Karte lang. Also wir müssen. Ja gut, wenn du jetzt weißt, dass ich also schaff. Hier geht's nicht nach Westen. Okay. Hier ist Ende. Hm. Da, siehst du? Ja, stimmt, ja. Wir kommen einmal nach Süden und dann kommen wir nach Westen. Kennt ihr nämlich? Ich weiß aber nicht mehr, mit wem mussten wir denn sprechen? Komm mal jetzt. Ich liebe das. West. So. So, hier im Norden ist der Feuerpalast. Da waren wir gerade. Ne, das ist der Feuerpalast. Ja. Da kann man nicht weiter, weil da im Keller ist zu heiß. Richtig. Ist zu heiß für uns. So, das heißt, eigentlich müssen wir auch Vesuvio finden. Ah, Momente mal. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen zurück ins Dorf. Okay. Wir brauchen Vesuvio, ne? Was? Wir brauchen Vesuvio. Wer ist das denn? Der Feuerpatron. Achso, das habe ich doch vorhin schon gesagt, dass wir aus dem Tempel raus sind. Dass wir wahrscheinlich so einen Geist immer so brauchen. Aber der ist nicht hier. Der ist nicht hier. Okay, und wo finden wir den? Ja, den finden wir, indem wir jetzt zum Kanonidorf gehen. Und wir hatten ja vorhin eine Auswahl zwischen El Oasis und dem Weihnachtsdorf, ne? Ja. Ja, wir gehen jetzt ins Weihnachtsdorf. Okay, na dann, auf, Attacke. Auf ins Weihnachtsdorf. Hier bei dem Pumpernickel. Pum, 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 Leute. Ciao, Berli, wo wollt ihr hier für 50 Goldmünzen hin? Zur Weihnachtsinsel. Da wollen wir hin. Er könnte doch nicht auf der Weihnachtsinsel auf in die Kanone. Kanone. Bam! Naja, da müssen wir hin. Bin ganz sicher. Bam, bam, bam. Da finden wir Rudolf. Verrückt. Ernsthaft? Ja.
Rudolf mit der roten Nase. Müssen wir nochmal schlafen? Ja, wir gehen schlafen, ne? Ja, warum? Alle drei zusammen. Deine Nacht kostet 50 Goldmünzen. Wirst du bleiben? Ja, auf jeden Fall. Eigentlich müssen wir das auch nochmal speziell synchronisieren. Ich meine, das sind Walrösser. Ja, kannst die laufen. Kannst du das synchronisieren? Heute hier schlafen? Vielleicht so? Schön, dass ihr hier seid. Ich würde gerne mal speichern. Speziesbedingte Synchronisation. Nein. Ja. Okay, Mann. Wenn du das möchtest, wenn du das so, wenn du das so möchtest, dann machen wir das. Okay. So. Mit dem müssen wir jetzt nicht interagieren hier. Kaufen brauchen wir auch nichts. Wir müssen das tun. Das sind Ware. Wir können kaufen. Nee, wir können kaufen. Vielleicht gibt's neue Rüstung, die wir gerade erst in Ace Oasis. Das wird doch keinen Sinn ergeben, wenn er uns erst in der Wüste neu ausgerüstet, ja. Dann wird der hier jetzt nicht noch. Lass mich dir folgen. Wie kann ich helfen? Kaufen. Ja, okay, das. Siehst du. Noch etwas? Auf Wiedersehen! Mach's gut! Das ist legendär, oder? Das ist legendär. Das ist schon legendär. So, Leute. Nachher ist hier tatsächlich auch nochmal ein guter Point zum Grinden. Weil wir ein paar Orbs bekommen werden. Ja, guck. Ohne spoilern zu wollen, aber ja, ihr wisst ja schon, dass es so ist. Also wir haben ja von vornherein schon gesagt, ja, wir kriegen hier ganz viele Orbs und es wird irgendwann an bestimmten Punkten einfach grindy. Das ist leider einfach so. Oder zum Glück, oder je nachdem, wie das Empfinden von jedem Einzelnen ist. Ja, da musst du auch wieder kicken, wenn die ihrer Schmerzinfektion sind, nehmen sie keinen Schaden mehr. Echt? Mhm. Also war bei mir bei dem so. Vielleicht hat er daneben gehauen. Aber sagen. So. Wir sind sehr schnell unterwegs hier. Muss einen richtigen Moment treffen. Dass der mich getroffen hat und noch nicht mal eine Animation ausgeführt hat. Ja, einfach so. Wirklich freches Wolfgelumpe. Ja, das war auch gerade freches Wolfgelumpe. Beide? Ja. Gleich beide gegeben. Geht. Schieb den Fuchs. Schieb den Fuchs. Schieb den Fuchs zurück in den Busch. Bisschen Bock feiern zu gehen. Schon ein bisschen. Ja, ich war ja auch irgendwie ein bisschen so, ein bisschen zu gut feiern gelaunt und gefühlt, so, weißt du? Das ist schon zu übertrieben. Guck da ist er! Willst du mit Rudolf reden? Also. Er ist wirklich Rudolf. Rudolf, Schlurz. Du musst Schlurz machen. Ich muss husten. Er stickt beim Schlurz. Wie gut. Ich bin so allein. Mein Härchen. Das war schon. Oh, wie gut du das machen kannst. Ich krieg super Gänsehaut. Wahrscheinlich hat das Monster im Eispalast mein Härchen aufgefressen. Oh, Beinen. Oh, wie traurig kannst du das machen? Oh, guck, was ist das? Oh, die Riesenkiste. Das ist aber diesmal meine Kiste. Du hast schon so viel aufgemacht. Mach die Kiste auf. Ich hab Lanzenorb gekriegt. Hier. Lanzenorb. Oh, das war eine Kiste. Aus der Kiste kam eine Kiste. Aus der Kiste kam eine Kiste, wo noch ein Orb drin war. Das ist eine Matruschka. Lanzenorb, halt. Hä? Jetzt haben wir den doppelt. Ah, das. Ja. Ich erinnere mich dran. Das ist. Gibt eine ganz, ganz super, super, super geringe Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Weil du bekommst nämlich zum Schluss. Ja. Also alle, ich glaube, alle Waffen lassen sich auf Level 7 hoch uppen. Also es gibt vorgefertigte Orbs, die wir im Spiel finden, in Truhen. Also es gibt fest, so wie diese zum Beispiel, die erste Truhe war festgesetzt. Ja. Und bei jedem Endboss gibt es halt ein festgesetztes Orb. Okay. Und es gibt eine so geringe Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt hier eine Kiste aufmachst und in einer Kiste nochmal eine Kiste mit dem gleichen Orb drin ist. Also wie sind die Auserwählten oder was? Naja, es gibt. Du hast 8 Waffen und es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, also es gibt den Zufall, dass es mal passiert. Lilly, wir sind die Auserwählten. Und, jetzt müssen wir quasi, wir können die Waffen bis Level 7 machen und es gibt aber ein 8. Orb, wenn du dann in der Mana-Festung gegen Gegner kämpfst, da gibt es eine
pro Gegner gibt es, also es gibt verschiedene Gegner und jeder Gegner hat eine Wahrscheinlichkeit, eine Kiste zu droppen und in dieser Kiste gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass du eine Rüstung, ein bestimmtes Rüstungsteil findest oder auch nochmal ein Orb, ein Waffenorb. Aber es gibt eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit dafür. Sehr, sehr grindy, ganz zum Schluss. Okay. Wenn du alles auf Vollpower haben möchtest, dann bist du stundenlang beschäftigt damit, Waffen zu farmen. Aber hier über den Emulator funktioniert es natürlich super, weil du kannst natürlich dann jemanden töten, dann spawnt eine Kiste, dann speicherst du über den Emulator, machst die Kiste auf und kannst, wenn es nicht das Richtige drin war, immer wieder laden und die Kiste immer und immer wieder aufmachen. Das heißt, du hast natürlich einen viel schnelleren Progress als über den Super Nintendo, logischerweise. Ja. Ne? Weil du über den Super Nintendo natürlich nicht individuellen Speicherpunkt erstellen kannst. Und, ja, jetzt haben wir das gerade erlebt, wir brauchen also den Lanzenorb dann in der Mana-Festung nicht mehr farmen, weil den haben wir jetzt schon über diese Kiste bekommen. Okay. Den achten Orb dafür. Ja, denn? Genau. Geil. Aber gibt's eine, genau, gibt's eine geringe Wahrscheinlichkeit für, das passiert, das gibt's im ganz normalen SNES-Game, also wir spielen das ganz normale, originale SNES-Game, ist jetzt nicht irgendwie modifiziert oder irgendwas. Ist nur, dass wir die Möglichkeit haben, zwischendrin zu speichern, was wir aber so eigentlich ja auch nicht nutzen, außer vielleicht mal bei irgendeinem Endboss oder so, damit wir dann nicht alles nochmal laufen müssen oder so. Jetzt hatte ich dieses Controller. Ich auch. Beide? Ja. Das fängt sich sehr schnell wieder, ne? Ja. Bei Mario Kart würdest du mich ankotzen. Oh ja, da wäre es mega übel, ey. Ja, da wäre ich fuchsig. Also falls jemand Bock hat, irgendwie noch Mario Kart zu zocken, wir sind dabei. Bist du gut in Mario Kart? Ich habe damals immer gegen meinen Bruder gespielt und immer verloren. Ja. Naja, ich hatte auch Angst vor Hauer. Also, wenn du gewinnst, verprüge ich dich. Richtig. Ah, okay. Verstehe. Ja, ich würde mir nicht anmaßen, dir Prügel anzudrohen. Tja, weil dann genau das Gegenteil passiert, ja. Dann bekommst du die Prügel. Das befürchte ich auch. Aber in Mario Kart mache ich dich fertig. Also, das will ich sehen. Ja? Das will ich wirklich erstmal sehen. Kann man gerne nachspielen. Auch vernünftige Controller, also nicht Nintendo Controller. Ist vernünftig, ey, ich find's mega cool. Aber es ist ja kein GameCube Controller, was ja auf dem GameCube mehr kommt. Mega geilen oldschoolen Controllern zu spielen. Das ja? Macht fett, das bockt, ne? Das ist so, das fett. Das ist so ein geiles Feeling mit diesen Super Nintendo Controllern. Ich meine, es fehlt bloß noch das Kabel, was uns ab und zu daran nervt. So, ich weiß nicht schon mehr, warum ist der Nintendo so weit weg? Aber mir fehlt dieses nervige Gefühl. Das nicht zu besitzen, das während des Spiels. Okay, warte, was war da unten? Ich finde, es fetzt schon mit den Original-Controllern. Das hat das Feeling. Wann habe ich zuletzt so einen Controller in der Hand gehalten? Ey, das ist ein Leben. Na, so einen noch nie. Naja, sagen wir mal. Mit Struppe dran. Jetzt nur vom Aussehen her. Jetzt. Ja, noch nie, weil es keine Struppe dran. Ja, jetzt halt den Mund. Du machst mir mein Feeling kaputt. Alles kaputt. Du machst mir alle kaputt, indem du ungeredet bist. Indem du einfach da bist. Verschwinde einfach. Ja. Okay. Was ist mit mir? Warum immer ich? Warum sagen immer alle Leute, ich soll verschwinden? Wenn ich irgendwann weg bin, dann werdet ihr mich vermissen. Ich glaub's. Ja, doch. Ich würde dich schon vermissen. Ja, wenn du sagst nicht, dann hättest du mich jetzt rausgeworfen. Nein. Seid ihr schon mit Taxi? Verschwinde. Okay. Mach's. Weiß. Und da ist eine stinkige Wolke. Ja, ich weiß. Also, ich meine im Sinne von, dass sie schlecht sind. Ja, ich würde sagen. Ey, wissen vielleicht ist es ja so. Sie sahen ein bisschen so aus, als ob sie stinkt. Genau. Sie war grün. Ja, genau, deswegen. Aber ich würde sie ja deswegen nicht beleidigen. Ich würde nur sagen, sie sieht sehr grimmig aus. Ich habe Level Up. Warum hast du kein Level Up? Hast du schon Level Up? Ich bin schon wieder auseinander hier. Bin ich gestorben irgendwo? Hat mir da irgendwie jemanden ohne mich getötet? Frostköter. Ja, so heißt er. Das ist aber auch eher abfällig, oder? Köter? Ja. Naja. Sieht doch erst wie ein Wolf. Köter auch. Ein Frostköter, ja. Wenn ich bitten darf. Ja, genau, so sieht er aus. Nicht? Ja, ich finde, er sieht aus wie ein Frostwolf. Wie die Sache ist gestiegen? Schwert Level 3. Oh, meiner. Das ist. Nee. Mein. Ne? Komm mal jetzt. Was ist mit dir? Macht immer Ärger. Naja, ein bisschen, ne? Die ist ziemlich rebellisch. Weil. Ist meine Waffe auch fertig? Oh, wir müssen gegen was da kämpfen. Oh, was ist das? Oh, den kennen wir schon. Paradiso in anders. In Rot.
Wir machen erstmal eine Analysis drauf. Ich werde nochmal rein. Ach, guck. Hier wären es. Auf! Level? Was level ich denn gerade? Bin durch, ne? Hast du die Peitsche? Ja, du hast. Oh, RF. Machen wir jetzt aber. Mensch, ich hab nicht. Hat er keine Schwäche? Ich mach das Ding da kaputt. Ne, wir müssen bestimmt das Ding da kaputt. Ja, aber ich habe Analyse gemacht und normalerweise steht dann oben im Chat, gegen was er anfällig ist. Ich habe nicht drauf geachtet. Im Zweifel ist es Schlammbombe. Wenn nicht, mach nochmal Analyse. Nee, im Zweifel ist es Schlammbombe. Ah, 91. Soll ich nochmal Analyse machen? Stand nicht oben. Aber den achte drauf. Ich habe drauf geachtet. So, na, dann bringt doch die Analyse jetzt auch nichts. Analyse Level 3. Aber es stand nichts da. So, er hat Lebenspunkte, 12 MP, Erfahrung. Insgesamt? Mehr nicht. Hat keine Schwäche. Was macht die denn da? Oh, manchmal ein bisschen verwirrt, ne? Ich wollte die Wurzel angreifen. Ich hab überhaupt keine Wurzel. 91? Dann nehmen wir noch Pokal. Und er hat nicht so viel Leben. Hallo, wo ist er? Da kommt er. Ja, damit. Zauber doch mal, warum zauberst du denn nicht? Oh, ich bin hier voll in diesem Ding da drin. Zwei. So, Flammenbombe. Ich heile mal, ja? Mach mal. Voll das schon wieder rum. Ich muss mal überlegen. Muss ich mal rausschneiden. Ja, genau. Arztgras. Hä, ich hab doch gerade geheilt, oder? Ey, hat das jetzt aber abgezogen? Hast du mal Punkte abgezogen? Das ist vielleicht der Ball, der immer kommt, der blaue? Vielleicht zieht der Mana ab. Kürbis. Kürbis. Ein blauer Kürbis. Was macht denn das da? Ist das nur noch diese komische... Das geht uns, glaube ich, einfach nur auf den Sack, das Ding. Da oben ist der. Oh, guck mal, Lili greift jetzt halt an. Ah, ja, dann machst du damit. Das ist wahrscheinlich aber schon schlau, das Ding zu schlachten. Das bringt es rein. Schlammbombe ist schon. Oder Frost. Kannst du mal kurz zu mir kommen? Ich kann nicht weiter nach oben laufen. Ich kann nach oben laufen. Nee, das ging gerade nicht. Ach, wegen der Wurzel da. Die war gerade eben aber noch nicht da. Doch, die ist da. Ja, ist immer gewesen. Ich hab's genau gewurzelt gesehen. Wurzel, die ist nicht du. Frost. Oh, doch. Die ganze Wurzel. Das Problem. Ich möchte das gerne nicht, bitte. Oh, jetzt kann er hier mit dem. Ich freut die Fresse, Alter. Wie geil das aussieht, ne? Raus da jetzt. Haben wir noch einen? Blauer Kürbis. Naja, ich war hier in der Pflanze. Du musst aber gleich durch sein hier. Ist nicht mehr. Ich kann ja nicht haben. Was hat mich denn da jetzt? Ja, nur 1200 Leben, oder? Machen wir mal Analyse drauf. Ich kann nicht mehr so viel Leben haben. 112, ja, ist nichts mehr. 12 Mana hat er noch. Gut, toter Junge. Ja, 112 heißt. Ein Schlag noch. Ein Schlag kann er noch. Aber der ist bestimmt unten. Ja, der. Nicht. Auch nicht. Nur ein bisschen. Wir gewinnen! Ist er! Raus! Raus aus dem Haus! Der hat abgewehrt, Alter, das gibt's doch nicht. Ich treffe nicht mehr! Ich hab'n. Ich hab gewonnen! Ich war's! Ich hab gewonnen! Für Gondor habe ich diese Pflanze getötet. Ich hab gewonnen! Für den Ruhm Gondors und der Allianz und der Republik. Ich kämpfe für zu viele Organisationen, Mann. Weißt du nicht?
Ja. Für die Allianz. Die Allianz, für die Republik, für Gondor. Und weiter geht's. Nee, nicht weiter geht's. Sondern wir haben einen Bogen abgehalten und wie wir durch den Busch gekommen sind, in dieses verrückte Dorf, plötzlich hier, wo überall nicht mehr Winter ist. Das komplette Biom verändert haben. Ja, das seht ihr in der nächsten Folge auf unserem Kanal. Macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüss.